fort und sind beim Tagesordnungspunkt 19.10, Vermüllung von Dresdens Grünflächen stoppen. Hier ist Einreicher Bündnis 90 Die Grünen und Herr Dr. Deppe, bitte zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Zum Auftakt dieser Rede könnte ich Ihnen jetzt Bilder zeigen von vermüllten Elbwiesen, zertretenen Pappbechern auf Fußwegen oder überquellenden öffentlichen Mülleimern. Ich verzichte jetzt darauf. Sie haben alle solche Bilder im Kopf und die Klagen über eine zunehmende Vermüllung unserer Straßen und Grünanlagen sind groß. Wie konnte es dazu kommen? Es ist der Griff nach dem schnellen Kaffee, der Currywurst oder dem Döner. Der Coffee to go ist zu einem Symbol unseres beschleunigten Lebensstils geworden. Das Ergebnis ist, und nun kommen viele schlimme Zahlen, dass in Deutschland jährlich 2,8 Milliarden Einweg-Kaffeebecher in Umlauf kommen, die dann zu 40.000 Tonnen Abfall werden. Bei ihrer Herstellung werden 29.000 Tonnen Papier, 10.900 Tonnen Kunststoff, 1,5 Milliarden Liter Wasser, 320 Millionen Kilowattstunden Energie verbraucht und 111.000 Tonnen CO2 freigesetzt. In Dresden sind es zumindest 10 Millionen Becher jährlich, von denen viele nicht im Mülleimer, sondern in der Umwelt landen. Herumliegender Müll gefährdet neben Pflanzen und Gewässern auch Tiere, wenn sie zum Beispiel Verpackungsreste fressen oder sich in Verpackungen verfangen. Um dem entgegenzutreten, müssen wir dringend etwas tun. Mit der Kampagne Ein Weg ist kein Weg versucht die Stadt mit Appellen und Plakaten für die Benutzung von langlebigen Mehrwegbechern zu werben, bisher mit überschaubarem Erfolg. Etwas mehr Erfolg verspricht die seit Januar 2023 geltende Angebotspflicht für Mehrwegverpackungen und Becher für große Betriebe und Restaurantketten. Ein alternativen Weg ist die Stadt Tübingen mit der Einführung einer Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen gegangen. Deren Rechtmäßigkeit wurde im Mai 2023 vom Bundesverwaltungsgericht festgestellt. Schlussendlich wird das jetzt das Bundesverfassungsgericht entscheiden. In jedem Fall brauchen wir auch in Dresden einen neuen Ansatz. Dem dient unser Antrag. Wir wollen sich, dass alle Akteure, also im Wesentlichen das Hotel- und Gaststättengewerbe, der Einzelhandel, Verwaltung und Stadtrat zusammensetzen und überlegen, was getan werden kann. Dabei geht es um vier wesentliche Fragen. Zum einen gibt es erfolgversprechende Möglichkeiten, die Angebote für Mehrweggefäße und Verpackungen auszuweiten, insbesondere auch auf kleinere gastronomische Betriebe und Imbissstände. Zweitens, kann alternativ eine Verpackungssteuer nach Tübinger Vorbild den Anreiz zum Einsatz und Gebrauch von Mehrwegsystemen deutlich erhöhen? Und wie müsste eine solche Steuer ausgestaltet sein, um sie auch für das Gastgewerbe umsetzbar zu machen und einen möglichst geringen Verarbeitungsaufwand zu haben? Wie kann die Stadt durch eine Verstärkung von Beratungsangeboten und gegebenenfalls befristete finanzielle Förderung die Einführung von Mehrwegsystemen für kleinere Betriebe attraktiv machen? Das sind Fragen, die soll in einem Prozess, den wir mit dem Antrag anregen, geklärt werden. Für uns ist wichtig, dass es bei diesem Problem wie in anderen Bereichen unseres Lebens auch um das Verursacherprinzip geht und dass dieses gilt. Wer Müll verursacht, zum Beispiel durch die Benutzung von Einwegbechern, der soll auch für dessen Beseitigung aufkommen. Bisher geschieht das nicht, sondern die Lasten trägt die Allgemeinheit, auch diejenigen, die keine To-Go-Becher benutzen. Das darf so nicht weitergehen. Uns ist klar, dass eine Verpackungssteuer den Preis eines Getränks im Einwegbecher verteuern würde, aber eben nur im Einwegbecher. Wer seinen Mehrwegbecher mitbringt, muss dann nichts drauf zahlen. Dies ist doch ein einleuchtender Weg, der frei von Verboten ist. Deshalb sollten auch diejenigen hier im Rat, die in den Ausschüssen, im federführenden Ausschuss,
unserem Punkt 2, der eben diese Prüfung einer Verpackungssteuer beinhaltet, zustimmen. Denn dann können wir sehen, was das tatsächlich bedeutet, können uns zum Beispiel angucken, wie das in Tübingen läuft. Und wenn das Ergebnis dieser Prüfung vorliegt, dann können wir weiterreden. Vielen Dank. Ja, soweit zur Einbringung. Steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Freie Wähler, Freie Bürger, wird das Wort gewünscht? Nein. Dann Dissidenten das Wort gewünscht? Sind mit sich beschäftigt? Nein. AfD das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir bei der CDU, Herr Böhm. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was für ein toller Titel. Vermüllung von Dresdner Grünflächen stoppen, Maßnahmen zur Müllvermeidung entwickeln. Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, liegt der meiste Müll, ich sag mal, nach den wilden Grillpartys am Neustädter Ufer und auch in Pieschen gerne an Elbwiesen rum. Und was wir dort am allerwenigsten finden, sind Einwegbecher. Was wir dort am meisten finden, sind Reste von Bratwurstverpackungen, von Bockwurstverpackungen, von Einweggrillen und. Das ist die Realität. Sie tun hier mit diesem Titel des Antrages einen Eindruck ermitteln, als ob eine Verpackungssteuer nur ansatzweise das Problem der Vermüllung der Elbwiesen lösen könnte. Das ist nicht ansatzweise der Fall, weil Sie den Müll, der am meisten dort anfällt, überhaupt nicht habhaft werden. Und damit ist dieser Antrag ein reiner Schaufensterantrag. Und es soll, Frau Schanetzki, einfach mal am Samstagmorgen, am Sonntagmorgen und am Montagmorgen mal entlang der Elbwiesen am Radweg mal langschlendern und mal schauen, was da alles auf den Elbwiesen rumliegt. Oder sich die Mühe machen, in Pieschen oder in der Neustadt bei der alljährlichen Elbwiesenreinigung mal in die Müllsäcke zu schauen oder selber mitzumachen. Dann kommt man zu dem Ergebnis, dass das wenigste Einwegbecher sind, sondern ganz viel anderer Müll. Und dass dieses Pfandproblem nicht sonderlich gut funktioniert, was Sie da möchten, das zeigen uns ja die Flaschensammler, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind, insbesondere auch an den Müllkörben und an den Elbwiesen, weil eben auch dieser Pfand, der auf die Bierflaschen meist drauf ist und auch auf Plastikflaschen ist, den geneigten Neustädter und Pieschner Bürger wenig stört. Hier geht es um Verhaltensänderungen und das bringt Ihr Antrag gar nicht. Wir lehnen es ab, auf eine unsichere Verpackungssteuer zu setzen und stellen hier den Antrag als Beschlussgrundlage, den federführenden Ausschussbericht zu nehmen von der Wirtschaftsförderung, vom Wirtschaftsausschuss, weil dort nämlich aus meiner Sicht der einzig wirklich sinnvolle Punkt drin ist, nämlich den gemeindlichen Vollzugsdienst zu stärken, um dort mit geeigneten Maßnahmen der Sache Herr zu werden. Danke. So, dann geht es weiter mit Fraktion Die Linke. Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, Stadträte, liebe Menschen auf der Empore, liebe Menschen am Livestream. Herr Böhm, Sie machen es sich hier sehr einfach. Misstrauen gegenüber den Bürgern zu äußern, Misstrauen gegenüber einer Maßnahme zu äußern, die erstmal geprüft werden soll. Wenn wir nichts machen, passiert gar nichts. Da sind wir uns ja wahrscheinlich einig. Wenn wir in diesem Stadtrat über Maßnahmen gegen Vermüllung gesprochen haben, ging es häufig, und das geht an die Adresse von Ihnen, Herr Böhm, um ein Mehr an Containern, zum Beispiel im Alaunpark. Da kann man schon ein bisschen was machen, da ist auch ein bisschen was passiert. Es ging um deren Entleerung und es ging um neue und mehr Papierkörbe, zum Beispiel auf der Parkerstraße und an Haltestellen. Es ging immer darum, den Müll einzusammeln. Wir hatten aber auch schon andere Dinge auf den Weg gebracht. Unter anderem auch auf Initiative der Linken haben wir zum Beispiel Keramiktassen auf dem Striezelmarkt und anderen Märkten eingeführt. Da gab es auch große Skepsis, geht nie.
können alle nie mitmachen, ganz, ganz schwierig. Ich denke, Sie wissen alle selber, dass das ein Erfolgsmodell ist. Funktioniert super. Mehrweggeschirr war die gleiche Diskussion auf den Märkten. Geht nie. Wir haben doch alle schon bevorratet. Und es ist zu teuer und die werden da nie mitmachen. Doch, die Händler machen mit, weil es auch für sie ein Gewinn ist, wenn die Stände ringsherum nie vermüllt und verdreckt sind. Also das ist echt eine Chance für uns. Und nicht zuletzt als Beispiel, das Refill-System funktioniert auch. Ja, da muss man eben einen Becher oder eine Tasse in der Tasche mitnehmen. Aber das ist ja vielleicht das geringste der Probleme, an das wir uns alle halten könnten. Und noch etwas, haben Sie vielleicht schon mal probiert, im Supermarkt mit einem eigenen Gefäß hinzugehen und dort lose Dinge einzukaufen, zum Beispiel Fisch? Ich habe das probiert, funktioniert. Na, funktioniert. Hier höre ich zu, ich habe es probiert, es funktioniert. Wo alle manche sagen, naja, aber ich darf das nie anfassen. Und da kam die junge Dame dann mit einem Tablett, dort habe ich mein Gefäß draufgestellt, die hat das dort drin abgewogen und ich habe das wieder mit nach Hause genommen. In den Verbrauchergenossenschaften funktioniert das so und so, aber es funktioniert eben mittlerweile auch in den Supermärkten. Zum Punkt 2 des Antrages, der ja so ein bisschen kritisch gesehen wird. Das Beispiel Tübingen, das habe ich mir auch angeschaut. Und auch wenn das dort noch nie entschieden wurde, ist das ein mögliches Modell. 50 Cent auf Verpackungen und 20 Cent auf Besteck, Trinkhalme oder ähnliches. Warum soll das nie funktionieren? Klar gehört dazu ein bisschen Disziplin der Menschen, die das kaufen. Aber gehört das nie zu unserem Leben, ein bisschen Disziplin hier unterzuhalten, so und so dazu? Die Linke wird deshalb diesem Antrag gerne zustimmen. Wir möchten die Müllvermeidung in der Stadt ein Stück auf den Weg bringen. Dankeschön. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Hecht. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Stadtrat, verehrte Mitbürgerinnen, ich habe jetzt hier auf Anregung von der Frau Dr. Geitsch gleich mal meinen Plastikbecher mitgebracht, den selbst ich seit einigen Monaten mit mir rumschleppe. Und das funktioniert, ja, und das ist was ganz Erstaunliches, denn hätte ich das vor ein paar Jahren versucht, irgendwo einzusetzen, Mehrweg, wäre immer gekommen, Moment, Hygiene, wir dürfen das nicht, oder was ist mit dem Eichstrich oder Ähnliches, ne? Oder wer weiß und so weiter, ne? Ob sie sich dann verbrühen. Also, und es ist aber möglich und es gibt mir den Glauben an die Menschheit wieder zurück, weil sich hier was durch gegen Bürokratie und Gängelung sozusagen durchgesetzt hat, was praktisch ist. Ja? Und was mir aber mein Glauben an die Menschheit vorneweg eigentlich genommen hat bei diesem Thema Vermüllung, weswegen ich den Antrag der Grünen auch als sinnvoll einschätze, ist diese Entwicklung, die ich beobachtet habe. Ich war einmal in Kanada, da war das wie im Film, da ist jede zweite Person auf der Straße mit so einem Latte Macchiato rumgelaufen. Das war wie ein Accessoire. Na, das war wie ein neuer Lifestyle, aber gleichzeitig sozusagen auch der Wegwerfartikel. Und das hat sich dann, ist bis zu uns rübergeschwappt und hat sich auf eine Dimension, erstreckt sich auf eine Dimension, das kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen möchte ich Sie mal bitten, ob Sie 2 Sekunden nachdenken, was schätzen Sie, wie viele Pappbecher pro Stunde in Deutschland nach Zählung des Umweltministeriums verbraucht werden. Pappbecher in der Stunde in Deutschland. Stündlich 340.000 Pappbecher. Ja, das ist schon eine Größenordnung. Natürlich landen die nicht alle sozusagen bei uns auf dem Elbwiesen. Da sind auch die Pizzakartons von der unteren Alaunstraße mit dabei. Ja, aber das Problem ist natürlich wirklich
ein gesellschaftliches Problem. Es ist ein kommunales Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem, dem hier mit diesem Antrag wenigstens versucht wird, etwas beizukommen. Denn wir haben hier zwei Probleme. Das eine ist, dass diese To-Go-Kultur, die wir jetzt erleben, wo das Ding zum Mitnehmen, zum Essen, zum Konsumieren wie ein Accessoire ist, weil sich auch etwas mehr unter freiem Himmel abspielt als noch vor ein paar Jahren. Das geht einher mit einer Gedankenlosigkeit, ich würde sagen mit einem Mangel an Erziehung oder Verantwortungsgefühl, ohne dass ich hier jemanden zu nahe treten will. Aber was ist das für eine Dummheit, seinen eigenen Müll fallen zu lassen im öffentlichen Raum und damit jemand anderen zu zwingen, sich bücken zu müssen? Das will mir nicht in den Kopf sozusagen, ne? Denn das muss ja dann die Stadtreinigung machen. Und die müssen wir zahlen, die Stadtreinigung. Und deswegen ist diese Überlegung, was kann man gegen diese Vermüllung von Imbissen machen, die großen Fastfood- und Ketten, wo Takeaway möglich ist, das wurde ja gesagt, die haben das, die Mehrwegpflicht schon, aber es geht um die kleineren, eben der Pizzaladen auf der unteren Alaunstraße, die Kaffee-to-go rausgeben und ähnliches, die Dönerläden. Döner macht nicht nur schöner, sondern auch eine ganze Menge Arbeit hinten raus. Und das zu gucken, was da gemacht werden kann, ist absolut legitim. Denn wir haben hier über die Überlegungen, zum Beispiel, was in Tübingen versucht wurde, die Möglichkeit zu steuern. Und eine Steuerung ist ja nicht nur sozusagen ein Geldfluss, den wir brauchen, um unsere Stadtreinigung wiederum zu zahlen, sondern ist es auch der Versuch, Verhaltensänderung zu steuern. Natürlich, ja, der sagt ja das Wort sozusagen, hier kann Politik oder der Staat kann über Steuern steuern und an dieser Stelle müsste das mal passieren. Natürlich wäre es gut, im Einverständnis oder in der Expertise sozusagen der Verbände und der Wirtschaft, die hier etwas zu viel erntet, ohne zu sehen. In dem Sinne, wir als SPD schließen uns diesem sinnvollen Antrag der Grünen an und hoffen, dass hier kluge Ideen rauskommen, wie das Problem zumindest für uns in Dresden etwas. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich wirklich nur Magnus Hecht anschließen. Er hat eigentlich alles wunderschön gesagt. Ich sage nur dazu, früher war es auch üblich, dass man giftige Abwässer in Bäche und Flüsse geleitet hat. Das ist heute, glaube ich, doch überwiegend Konsens, dass das nicht so gut ist. Und mit dieser furchtbaren asozialen Wegwerfkultur stehen wir jetzt vielleicht an der Schwelle, wo man auch sagen muss, nein, das geht so nicht. Ich wollte nochmal sagen, weil jetzt ja immer jetzt diese laufende Rechtsverfahren nochmal zum Vorwand genommen wird, diesen Punkt 2 im grünen Antrag. Vielleicht könnte Herr Dr. Deppe nochmal klarstellen, ob die Grünen ihren Ursprungsantrag jetzt stellen oder nicht. Das war mir jetzt unklar. Falls die Grünen diesen Ursprungsantrag nicht mehr stellen, würde ich gerne von Seiten der Dissidentenfraktion dann auch beantragen, dass der Punkt 2 hier auch abgestimmt wird. Dieser Streit ist ja sehr, sehr alt. Es gab schon Ende der 90er Jahre in der Stadt Kassel einen entsprechenden Versuch, der wurde vom Bundesverwaltungsgericht damals gestoppt und die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hat sich eben vor einem Dreivierteljahr geändert und es ist vielleicht nochmal ganz interessant, sich das zu vergegenwärtigen. Es ist eben so, dass eine Verpackungssteuer ist eine örtliche Steuer und bei einer örtlichen Steuer gibt es immer besondere Voraussetzungen, dass die Kommunen die erheben können. Und die Voraussetzung ist eben der örtliche Bezug. Der örtliche Bezug wurde früher abgelehnt, der ist jetzt bejaht worden, und zwar mit dem Argument, dass ja dieses To-Go-Essen, diese Kaffees, diese Pizzas, die dort rausgegeben werden, dass die ja zum sofortigen Verzehr bestimmt sind. Und damit hat das Bundesverwaltungsgericht, ich denke, schlüssig einen örtlichen Bezug angenommen. So, jetzt wird es gesagt, das Ganze geht jetzt zum Bundesverfassungsgericht und wer weiß, was da rauskommt.
Ich glaube, da wird nichts anderes rauskommen. Das Bundesverfassungsgericht wird es bestätigen, und zwar schlicht und ergreifend schon aus der eingeführten Tradition, dass das Bundesverfassungsgericht höchst ungern den obersten Fachgerichten in die Parade fährt, wenn es, sage ich mal, sich um eine, ja, um eine fachspezifische Frage handelt. Und das ist hier meines Erachtens der Fall. Und wenn ich die Rechtsprechung in den letzten Jahren so mir angucke, dann habe ich auch den Eindruck, dass das Bundesverfassungsgericht dort etwas großzügiger wird bei der Frage der Steuererhebung. Deshalb sollten wir das nicht zum Vorwand nehmen, sondern wir sollten diesen Punkt Prüfung einer Verpackungssteuer nach Tübinger Vorbild hier unbedingt aufnehmen und auch beschließen. Und ja, bis dann. So, dann haben wir erstmal die Redner abgearbeitet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Schlusswort, Herr Dr. Depper, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte nochmal auf den Beitrag von Herrn Böhm eingehen, der diesen Antrag als Schaufensterantrag bezeichnet hat. Ich weiß nicht, was da dran Schaufenster ist. Wir stehen alle vor diesem Problem, und ich muss sagen, gerade von der rechten Seite dieses Rates wird immer wieder beklagt, wie schlimm es in Dresden aussieht und dass der Müll überall rumliegt und wie die Elbwiesen aussehen und so weiter. Und jetzt machen wir hier einen Vorschlag, wie man dort wirklich an die Ursachen herangehen kann. Nämlich, wie man dafür sorgen kann, dass gerade diese Einwegbecher und andere Verpackungssachen aus der Umwelt verschwinden. Und da sagen Sie, das ist ein Schaufensterantrag. Nein, das ist genau das Gegenteil. Hier wird ein Weg aufgezeigt, wie wir mit diesem Problem umgehen können und wie wir es an der Wurzel anpacken können und nicht erst am Ende mit dem gemeindlichen Vollzugsdienst. Also bitte. Gut, dann möchte ich jetzt noch mal kurz was zu dem Umgang mit der Vorlage sagen. Da hat es jetzt auch bei mir selber so ein bisschen Missverständnis gegeben, weil es gab jetzt unterschiedliche Ausschussvoten, und das Ausschussvotum des Wirtschaftsförderungsausschusses war dort eben zum großen Teil ablehnend. Aber das ist eben nicht der federführende Ausschuss gewesen, sondern es ist der Umweltausschuss. Und der Votum des Umweltausschusses, das eben auch die Prüfung einer Verpackungssteuer beinhaltet, kann man guten Herzens zustimmen. Und darum würde ich Sie jetzt bitten. Vielen Dank. So, damit kämen wir jetzt zur Abstimmung. Beantragt worden ist, den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung als Abstimmungsgrundlage zu nehmen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 33 Nein, eine Enthaltung, damit nicht angenommen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über das federführende Ausschussvotum, das ist Umweltkommunales. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre das so angenommen. So, einen Punkt würde ich noch machen, und dann gehen wir in die Pause. Wir haben 19.11.